Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video, diesmal auch mit Special Guest und ich finde es richtig toll, dass es geklappt hat, denn Caro vom Kanal Marie Salon du Livre hat gefragt, ob jemand Lust hat auf einen Pick My Sub und da habe ich mich gemeldet, denn tatsächlich habe ich im Moment wieder ein bisschen mehr Lust, mir Bücher für den Monat vorauszuplanen. Das liegt unter anderem daran, dass ich durch meine Challenges, die ich mir für dieses Jahr gesetzt habe, ja auch irgendwie eine kleine Gliederung hineinbringen möchte und ich ungefähr weiß, okay, da und da sollte ich das Buch auf dem Plan haben, wenn ich das schaffen möchte. Und ja, aus diesem Grund gibt es heute einen Pick My Sub und mehr werde ich auch gar nicht dazu sagen. Ich gebe ab an Caro von Marie Salon du Livre und sie sagt euch, welche drei Bücher sie von meiner Subliste ausgesucht hat. Und dann geht's bei mir weiter. Viel Spaß damit. Hallo, liebe Jackie und deine Zuschauerinnen begrüße ich auch recht herzlich. Ich bin Caroline vom Kanal Marie Salon du Livre und wir haben uns zusammengefunden. Das klingt jetzt sehr hochzeitsmäßig. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um uns Bücher für den Februar herauszusuchen. Wir haben uns auf drei Bücher von unserem Sub geeinigt und wir haben uns gegenseitig Fotos geschickt von unseren Stapeln der ungelesenen Bücher, wobei ich dazu sagen muss, ich habe nur eine Auswahl, eine exquisite Auswahl geschickt, um auf jeden Fall drei super tolle Bücher ausgesucht zu bekommen. Nun denn, meine Auswahl beginnt mit dem ersten Buch von einer meiner Lieblingsautorinnen von Nalini Singh, Die Stille des Waldes. Und ich habe da schon wieder vergessen, wie der Titel heißt. Sorry, jetzt muss ich nochmal schauen. Die dunkle Stille des Waldes, Entschuldigung. Ein Krimi-Romance-Thrill. Ich mag die Autorin ja total gerne mit ihren Fantasy, Romance-Fantasy-Reihen. Bin ich wirklich voll und ganz dabei. Wenn die erscheinen, lese ich ja sie auf Englisch. Bei ihren Krimis-Thrillern bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich hatte noch keine Zeit. Aber ich mag ihren Schreibstil, ich mag ihre Figurenentwicklung und ich glaube, dass sie da auch mit ihren Krimis relativ gut, gute Bewertungen bekommen hat und bin gespannt, was du dazu sagen wirst, weil ich nicht weiß, ob du die Autorin sonst irgendwie kennst. Für das zweite Buch habe ich mir einen Klassiker herausgesucht, den du auf deinem Stapel hast, den ich bereits gelesen habe, allerdings in einer anderen Ausgabe. Ich spreche von Wer die Nachtigall stört von Harper Lee. Ich weiß jetzt leider nicht, wie alt deine Übersetzung ist, ob das die aktuellere ist. Ein Klassiker, den ich glaube, im September auch der Lisa vom Gedankenlabor empfohlen habe. Ihr hat das sehr gefallen. Ein Klassiker der amerikanischen Literatur mit ganz, ganz vielen Themen, die dort aufgegriffen werden und vor allem, weil was das Tolle ist, es wird aus der Sicht eines Kindes, einer jungen Frau erzählt. Und die Verfilmung kann ich ebenfalls sehr ans Herz legen, aber kommt natürlich definitiv nicht an das Buch heran. Bin gespannt, wie dir dieser Klassiker der amerikanischen Literatur gefallen wird. Buch Nummer 3. Da musste ich zugreifen, weil ich es selber am Sub liegen habe. Haha. Und ich mag die Autorin, ich habe sie vor 2 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal gelesen mit ihrer Reihe, die da oben steht. Und zwar spreche ich von Katinka Engel mit Where the Waves Rise Higher. Sieht man das? Ich habe halt ein ganz furchtbar schlechtes Licht, ich muss da was ändern. Und zwar, ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber bei Katinka Engel ist es einfach so, ich mag ihren Schreibstil, ich mag, wie sie ihre Geschichten entwickelt. Ich mag diesen besonderen Buchschnitt. Sprich, ich habe die ganze Reihe von der Bücherbüchse mir bestellt, weil ich gesagt habe, das schaut so schön aus. Bei mir steht natürlich noch Band 1 am Sub, habe natürlich schon den zweiten Band und der dritte ist schon bestellt. Ich hoffe, ich gehe jetzt davon aus, dass du Band 1 gelesen hast und er dir hoffentlich auch gefallen hat und ich hoffe, dass dir auch Band 2 so gut gefallen wird. Das war nun meine Auswahl für dich an drei Büchern und
Mal sehen, wie es am Ende des Monats dann ausschaut, ob wir es schaffen, uns diese drei Bücher vom Stapel zu befreien. Und freue mich dann auf deinen Lesemonat und vielleicht schreiben wir uns ja kurz, ob es gelungen ist oder nicht. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen schönen Tag. Pfiat euch! Danke, 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 liebe Caro, für deine Buchauswahl. Und es sind wirklich tolle Sachen dabei. Und eines, ich glaube, da haben wir auch irgendwie, hast du meine Gedanken gelesen, hatte ich mir sowieso schon mit vorgenommen und tatsächlich jetzt auch einen kleinen Buddy-Read dazu initialisiert. Ich hoffe, dass es gleich im Februar auch gut klappt. Und zwar war es eben Where the Waves Rise Higher. Und da hattest du absolut recht. Den ersten Band habe ich mittlerweile schon gelesen im letzten Jahr im Herbst, auch passend zum Buch. Denn ich fand, es war der absolut beste Herbsttitel, den es für mich gab und auch für mich ein kleines Herbstlese-Highlight. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Band 2 auch schon bei mir wartet und hofft, gelesen zu werden, auch in dieser schönen Buchschnittausgabe, wie du sie auch schon in die Kamera gehalten hast. Und ja, also für mich bisher der Band 1 große, große Klasse und die Infos, die man schon über die Protagonistin aus Band 2 bekommen hat, die machen mich auch sehr neugierig auf das, was uns hier erwartet. Dann ein anderes Buch, eben Wer die Nachtigall, nicht Gall, kein K, sondern ein G, von Harper Lee. Ein Buch, das eine Kollegin von mir sehr ans Herz gelegt hat und von dem ich jetzt auch in anderen Büchern schon Querverweise dazu hatte. Das heißt, es wäre gar nicht schlecht zu wissen, was das hier für eine Geschichte ist, denn dann verstehe ich auch die Anspielungen darauf und ja, sollte hiermit auch endlich mal eine Bildungslücke schließen. Und es klang halt auch wirklich ganz cool, aber Ich und Klassiker, das ist schon eher, ja, ich weiß nicht, seitdem ich selber auswählen kann, was ich lesen möchte, sind Klassiker bei mir doch eher sehr rar gesät und es gibt Lieblinge bei mir, aber das ist eher so ein Zufall und hoffentlich wird es ja auch so ein Zufall sein und ich das Buch lieben. Also danke, dass du mir das ausgewählt hast. Ich hoffe, dass ich da gut durchkomme und werde dann hoffentlich am Ende des Monats erzählen, wie es mir gefallen hat. Dann kommen wir zum dritten Buch deiner Liste und zwar ist es von Nalini Singh. Nicht Nalini, sondern Nalini Singh, Die dunkle Stille des Waldes. Ich habe von der Autorin tatsächlich noch gar nichts gelesen. Ich will jetzt nicht lügen, aber nein, ich glaube, von ihr habe ich wirklich noch nichts gelesen. Und ja, und dass es dann hier ein bisschen in die Thriller-Richtung geht, wäre was Neues. Also Thriller ist bei mir auch im letzten Jahr ziemlich kurz gekommen und die ich gelesen habe, waren noch eher Enttäuschungen. Deshalb hoffe ich, dass mir dieses Buch wieder ein bisschen mehr Freude an diesem Genre verschaffen kann. Und deshalb danke für die Auswahl dieses Buches. Ich werde dann in meinen Leserückblicken über die Bücher erzählen, sobald ich sie gelesen habe oder dann vielleicht so ein bisschen über mein Currently Reading sprechen, wenn eins der Bücher darauf gelandet ist. Also diese drei Bücher sind dementsprechend auf Caros Pick My Subliste für mich gelandet und ich habe mir noch selber Bücher draufgelegt. Also ein Buch, von dem ich hoffe, dass der Buddy Read klappt. Das ist auch alles sehr spontan gewesen und vielleicht schaffen wir es ja doch. The Devil Makes Three von Tori Bovalino Chrissy hatte angeboten, wenn ich eines der ganzen Illumicrate Bücher mal lesen möchte, dass wir das vielleicht auch im Buddy Read machen könnten. Und deshalb hoffe ich, dass wir das vielleicht im Februar schaffen könnten. Also falls du das siehst, Chrissy, ich werde dir demnächst schreiben, wie wir das organisatorisch hinbekommen. Es ist einfach auch ein wunderschönes Buch und es ist nicht zu dick, sodass ich das vielleicht auch gut hinbekomme. Also ja, ich muss ja auch erstmal wieder ins Englisch lesen reinkommen. Ich habe zwar The Prison Healer gelesen, aber es ist ja doch immer mal wieder was anderes und ja, ich hoffe, dass ich damit dann schon den ersten Schritt wieder tätigen kann in dieses Feld. Und dann ist mir auch noch auf die Liste gewandert, um eine Reihe wieder zu beenden. Ich bin sehr froh, dass ich so langsam hinterherkomme mit Reihen beenden. Und zwar Das Erbe der Sieben Inseln von Ellen Grace. Den ersten Band habe ich damals, also im letzten Jahr damals, vor 300 Jahren, im letzten Jahr zusammen mit Franzi für unsere Fantasy-Leserunde gelesen. Und ich fand ihn wirklich toll und deshalb habe ich mir auch Band 2 besorgt und nun wartet Band 2 sehnlichst von mir gelesen zu werden. Ja, und ich hoffe, die Dinge, die mir am Ende von Band 1 nicht mehr so gut gefallen hatten, dass die sich hier irgendwie wegbewegen und die guten Sachen zurückkommen. Ja, also
Diese Bücher sind auf meiner Leseliste gelandet. Ich kann sie euch auch gerne nochmal in der Gesamtzahl zeigen. Damit ich mich nicht fünfmal wiederholen muss, werde ich euch dann dementsprechend in meinen Wochenrückblicken sagen, um was es dann im Buch allgemein geht und euch dann den Einblick geben, wenn ich irgendwo schon vorangeschritten bin. Genau, so machen wir das. Und damit beenden wir dieses kurze oder kürzere, meine anderen Videos sind ja ansonsten immer sehr lang, Pick My Sub Video. Bedanke mich sehr bei Caro, dass sie damals aufgerufen hatte zum Pick My Sub und ich da mitmachen konnte. Und auch vielen Dank für deine Buchwahl. Da sind sicherlich wieder, also ich denke nicht, dass ich in allzu naher Zukunft sonst zu Nalini Singh gegriffen hätte. Das ist echt ein Zungenbrecher, wirklich. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich das jetzt in Angriff nehmen kann. Und wir schauen mal, wie sich das im Februar zusammenfindet. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall für alle, die zugesehen haben. Und wer auf Caros Kanal kommen möchte, um zu sehen, welche Bücher ich ihr ausgesucht habe, der folgt doch bitte dem Link, den ich euch hiermit freigebe oder verlinke. Und auch unten in der Infobox wird es nochmal drinstehen. Also schaut gerne bei Caro vorbei, was sie so im Februar lesen soll oder könnte. Und dann sehen wir uns auch schon dann bald im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!